Hallo und herzlich willkommen beim Content HQ. Mein Name ist Olli und wir sprechen heute über mein Wohnzimmerkino. Und um das festzustellen, schauen wir es uns einfach an. Ja, aber zuerst einmal, wir sind 500. Jetzt sind wir schon 507. Also, so oder so, danke. Also wirklich, ich freue mich darüber total. Letzte Woche oder jetzt Dienstag, als ich noch schnell hier das Video aufgenommen habe, Matrix, wo ich noch so erkältet war. Heute ging es mir eigentlich gut, aber jetzt gerade kommt der Frosch. Und deswegen auch hier wieder, seht mir die Wackler nach. Aber da sind wir abends noch 500 geworden, aber erst nachdem das Video schon gedreht war. Jetzt habe ich euch eben das Quantum Trost Video schon mal online gestellt, weil es muss weg, es ist noch aus dem alten Kino. Und dann haben wir da auch schon mal drüber gesprochen. Aber jetzt, heute noch einmal, Dankeschön, dass ihr da seid. Dankeschön, dass ihr so viel kommentiert, dass wir so viel schreiben, dass ihr so viel liked und auch so viel guckt. Also, das finde ich ja das Coolste. Unsere Guckzahlen gehen echt insgesamt wirklich hoch. Und, also mit uns meine ich euch und mich. So. Hallo Elli. Meine Hündin kommt zu Besuch. So, deswegen, wundert euch nicht über Schritte, ein Kratzen, einen Hund hier unten. Elli. Okay, nach kurzer Hundeunterbrechung. Nochmal, also wirklich, ich freue mich wirklich, dass ihr hier seid, dass ihr euch die Videos anschaut und dass wir darüber so schreiben können. Ja, lasst uns das genauso weitermachen. 500 finde ich schon echt eine wirklich coole Zahl. Ich habe tatsächlich wirklich kaum Ziele für diesen Kanal. Also klar, weiter wachsen ist toll und so, aber solange hier weiterhin Leute kommen, die Bock auf dieses Thema UHDs haben und mir beim Sprechen zuhören, finde ich das super. Naja, deswegen wollte ich die Gelegenheit nutzen, um nochmal Danke zu sagen. Aber ja, jetzt soll es ins Wohnzimmerkino gehen und das zeige ich euch jetzt gleich. Nochmal ein paar Worte vorneweg. Ich führe euch gleich einfach durch den Raum, zeige euch ein paar Sachen. Wenn ihr zu irgendwas noch mehr Fragen habt, als ich erkläre, weil ich glaube, ich erkläre nicht wirklich viel, fragt gerne einfach, lasst uns wie immer schreiben. Ich antworte, das wisst ihr. Wenn ihr irgendwas seht, was euch irgendwie interessiert, auch am Merch-Kram oder so, dann sagt gerne Bescheid. Also beispielsweise die Poster, die ihr im Hintergrund seht, die haben wir selber drucken lassen auf so Leinwände und so. Das waren frei zugängliche, lizenzfreie Bilder oder wir haben die Lizenzen gekauft. Und ansonsten der Terminator-Arm, den habe ich zum Geburtstag gekriegt im Mai. Und der wurde für mich extra hergestellt. Das ist aber überhaupt nicht so teuer, wie es klingt. Und ich versuche mal noch den Namen rauszukriegen von dem Herrn für eBay Kleinanzeigen, weil der macht die auf Bestellung. Ich glaube, das waren, keine Ahnung, 80 Euro oder so. Aber der macht das mit einem 3D-Drucker und ich finde ihn so cool. Also wenn da, und der macht noch ganz viele andere Sachen. Wenn ihr da also irgendwie sowas total Besonderes für euch oder für jemanden, den ihr kennt, haben wollt, ey, mega cool. Ja, sonst, ich führe euch jetzt einmal durch und viel Spaß dabei. So, hier ist einer der zwei Eingänge ins Wohnzimmerkino. Ja, wie ihr hier schon sehen könnt, also vorher war praktisch dann hier die Wand und jetzt sind einfach ein paar Quadratmeter mehr. Im alten Raum hatten wir 16 Quadratmeter, hier sind jetzt 25. Wir haben im Wesentlichen eigentlich einen Großteil beibehalten. Es ist halt so, dass wir dieses Grün schon im alten Wohnzimmerkino eigentlich ganz gerne mochten, weil es ist deutlich, also es ist schon dunkel. Aber es ist trotzdem noch sehr wohnlich und das war für uns einfach die Kombi, die da funktioniert, weil es ist halt immer noch ein Wohnzimmer. Die hauptsächliche Technik kennt ihr ja. Ich habe immer noch meinen Hisense Laser TV, mit dem ich grundsätzlich auch immer noch sehr zufrieden bin. Nach einem Jahr muss ich jetzt jedoch sagen, er hat so ein paar Punkte, die mir nicht gefallen. Also es ist ein Problem, ist auf jeden Fall. Er wird teilweise sehr, sehr, sehr laut. Das ist dann einfach, wenn die Lüftung startet, dann ja, ist es schon so ein bisschen wie neben einem Jumbo zu setzen. Und das hat er gerade bei wärmeren Temperaturen, dass er meint, er müsste dann nochmal richtig durchlüften. Und das ist auf jeden Fall ein Thema. Des Weiteren hatte ich letztens auch Pixelfehler. 4 Stück. Die waren dann festgebrannt, sodass ich ihn in Reparatur geben musste. Das ging alles schnell und unkompliziert, aber ja, trotzdem ist es natürlich doof. Deswegen bin ich mal am Schauen. Er ist jetzt wieder gerade im Top-Zustand, aber
ja, mal gucken. Jetzt ist auch die nächste Generation an Laser-TVs gekommen. Wie ihr wisst, sitze ich da ja ein Stück weit an der Quelle. Ich arbeite auch in einem Heimkino-Fachgeschäft, Animedia, hier in Aachen. Und dementsprechend bin ich dem ganzen Tag täglich mehr oder weniger ausgesetzt. Und jetzt sind die nächsten Generationen gekommen mit den Triple-Lasern und das ist halt schon echt, echt, echt cool. Da bin ich jetzt am Gucken und ob ich eventuell nicht nochmal aufrüste. So, aber dann geht's weiter. Mein Maran 7013, der wird angesteuert von folgenden Zuspielern. Also hauptsächlich spiele ich zu mit meinem UAD-Player. Das ist der Sony 800 MK2, die zweite Generation jedenfalls. Dann habe ich meine PlayStation 5, meine Xbox, das ist die One S, glaube ich. Den habe ich ursprünglich tatsächlich mal gekauft, um UADs abzuspielen. Jetzt habe ich ihn nur noch, um Halo zu spielen. Dann meine Switch und ansonsten streame ich dann hauptsächlich über meinen Apple TV. Ansonsten ein kleines weiteres Hobby seht ihr hier von mir hier drüben. Ich höre sehr, sehr, sehr gerne Platten. dementsprechend sind hier so ein paar derer, die ich sehr, sehr gerne habe. Und hier unten dann der Großteil. Das heißt, wenn ich nicht gerade Filme gucke oder spiele, sitze ich hier auch ganz gerne mal und höre einfach eine Platte. Meine Lautsprecher. Das sind Monitor-Audio-Lautsprecher im gesamten Raum. Hier vorne, die Front besteht aus 500ern. Der Center ist der 150er, das ist auch der einzige, den es da gibt. Da bin ich auch aktuell noch am überlegen, ob ich nicht nochmal auf den Silver gehe oder irgendwas anderes, weil der, also er ist ganz cool, aber da könnte ab und zu noch ein bisschen mehr Wucht kommen, aber ich muss mal schauen. Dann die erste Reihe Lautsprecher, weiter hinten sind dann die 100er. Die, ja, machen ordentlich Druck, sind super Regallautsprecher und funktionieren für mich hier in dieser 5.1-Aufstellung super. Dann, mit Umzug in den neuen Raum, wurde aus der 5.1-Aufstellung eine 7.1-Aufstellung. Deswegen habe ich jetzt hier hinten aus der Bronzereihe auch die FX-Lautsprecher, sprich die Pole. Und die sind einfach hauptsächlich da, inzwischen hat sich Ellie hier reingeschlichen, die sind hauptsächlich dazu da, um auch für die zweite Reihe, die ich inzwischen angelegt habe, ja, einen coolen Surround-Sound zu machen. Und ist für mich natürlich hier auf meiner Hörerposition super, weil ich dadurch jetzt einen 7.1-Sound habe. Das ist erstmal jetzt hier die Grundebene. Dann seht ihr hier natürlich hier vorne den ersten meiner Subs. Ansonsten ist hier vorne jetzt der gleiche noch einmal. Das heißt, die beiden bespielen das Feld jetzt hier zusammen. Ist für mich tatsächlich deutlich ausgewogener als vorher. Sprich, die beiden, ja, ergänzen sich da prima, nehmen sich die Arbeit gegenseitig ein bisschen ab. Wir spielen natürlich unterschiedliche Frequenzen und dadurch ist das Ganze einfach für mich deutlich sauberer und auch brummfreier auf jeden Fall. Wundert euch nicht über die Granitplatten. Ich habe die entkoppelt, oder das ist mein Ansatz der Entkoppelung. Da befinden sich jeweils drunter auch so Schaumstoffmatten, also da kommt nichts an die Sprecher an sich. Aber dadurch habe ich das Ganze jetzt einfach nochmal losgelöst, um da, weil wir sind hier im ersten Stock, um da nicht nach unten, ja, großartig Alarm zu machen. Und sie sind sehr leicht, deswegen obendrauf noch einer. Wenn ich ein bisschen mehr aufdrehe, verlieren die gerne mal ihre Haftung und fangen an, durch den Raum zu marschieren. Und deswegen jetzt so. Das funktioniert tatsächlich ziemlich gut, muss ich sagen. Ich bin da sehr zufrieden mit dieser Lösung. War auch sehr kostengünstig im Vergleich zu anderen Entkopplungsansätzen. Und ja, funktioniert für mich super. Also hat ordentlich geholfen. Man hat sehr viel weniger Vibration im Raum. Und beziehungsweise halt jetzt auf der Couch oder so. Die schwingt sehr viel weniger mit. Das ist echt ganz cool. Dann, ich habe die zweite Reihe schon erwähnt. Es ist nämlich so, dass wir mit ein paar Leuten jetzt zusammengezogen sind, insgesamt einfach mehr Leute im Haus sind und ich wollte einfach hier einen Platz haben, wo ja, jeder einen Platz findet. Und diese Couch ist zwar sehr gemütlich, aber mit mehr als drei Leuten, höchstens vier, wird das schon sehr, sehr, sehr kuschelig. Und deswegen habe ich jetzt hier hinten, ich hatte die Möglichkeit, da günstig gebraucht ranzukommen. Und deswegen habe ich gedacht, cool, Kinosessel als zweite Reihe, das machen wir. Dann habe ich mir hier ein kleines Podest selber gebaut, das ist ca. 20 cm hoch. Ja, ganz einfache Holzkonstruktion mit Dämmwolle gefüllt und dann mit Teppich überspannt. Nichts Professionelles, ich habe das selber gebaut, aber für mich funktioniert super und ist halt einfach nochmal ein zusätzliches Dämmelement im Raum.
So, dann gehen wir noch mal eins hoch. Hier oben sind meine Atmos-Lautsprecher, 4 Stück an der Zahl, alle auf meinen Hörplatz, zumindest in der Vertikalen ausgerichtet, jetzt nicht direkt auf mich, aber zumindest von der Richtung her passt das hier schon. Bei den Höhenlautsprechern handelt es sich um Radius 90, auch von Monitor Audio. So, dann hier drüben, ihr habt die Wand gerade schon ein wenig gesehen. Ich sammle halt gerne Merch und stelle das dann gerne hier aus. Ich habe da einfach Spaß dran, das Ganze cool hinzustellen und dekoriere regelmäßig um. Ihr habt das in den alten Videos schon immer gesehen, dass sich die Bretter regelmäßig verändert haben. Das wird jetzt noch einmal mehr. Ich habe einfach hier die Fläche verdoppelt. Gerade ist alles noch ein bisschen großzügiger hingestellt. Ich wollte einfach jetzt durch den größeren Raum langfristig Platz haben. Und ich glaube, das wird so ganz cool. Ansonsten, hier hinten haben wir noch eine kleine Snackbar. Das war mir ganz wichtig. Und ja, vielleicht noch so einen kleinen Kühlschrank, wobei ich aktuell aufgrund der doch sehr hohen Strompreise mache ich da vielleicht Abstriche. Ich meine, ein Laser-TV und das 724-System fressen ohnehin genug Strom. Ich denke, irgendwo ist dann doch mal gut. Ja, ansonsten, dort hinten ist noch mein Arbeitsplatz. Jetzt nichts super Aufregendes. Ihr seht, also es ist mit Sicherheit keine perfekte Lösung. Ich glaube auch, schallakustisch werden wir drinnen noch einiges machen. Es ist zwar jetzt schon eigentlich ganz okay, aber es halt doch noch einiges. Ich denke, so ein Deckensiegel ist auf jeden Fall noch mal ein Thema. Und der ein oder andere Absorber an der Wand hilft mit Sicherheit auch noch mal. Ja, und das war's auch schon. Ich hoffe, die kleine Tour hat euch gefallen. Ja, bei allem, was hier ist, haben mir immer meine Freunde und auch Kollegen von Animedia geholfen. Die wissen es nochmal richtig, wie es geht. Und deswegen, also gerade wenn es darum geht, das Ganze einzumessen, wo sind die besten Lautsprecherpositionen etc., kriege ich da schon immer nochmal so einen Wink. Und da bin ich super dankbar für. Aber da auch nochmal, klar, jetzt arbeite ich da, deswegen ist das noch ein bisschen komisch. Aber wenn ihr irgendwie Fragen zu Produkten habt etc., meldet euch gerne bei mir oder bei Animedia oder dadurch bei mir. wir helfen da gern und ja, schauen, was wir da für euch tun können. Wir sitzen natürlich in Aachen, aber Versand ist kein Problem. So, genug Werbung. Jetzt wieder zu meinem kleinen Wohnzimmer. Ich bin hier mit dem halt, so wie es jetzt ist, super happy und für mich ist das hier ja schon richtig, richtig cool. Und ich merke auch echt ganz stark für mich selber, wie mein Ich-gehe-ins-Kino-Verhalten krass zurückgeht, weil ich verstehe, na klar, ne, Kino ist nochmal ein ganz anderer Level an Technik, je nachdem, wo man hingeht. Und richtige Heimkinos, die will ich euch überhaupt nicht streiten, es gibt so coole Lösungen und vor allem so hochpreisige Lösungen. Da bin ich hier blutiger Anfänger, aber das, was ich hier habe, das ist für mich total super. Ich habe es gemütlich und ich habe mit meiner kleinen Snackbar da hinten auch alles, was ich brauche, zu deutlich günstigeren Einkaufspreisen. Und daher ist das für mich hier total cool und als großer, großer Filmliebhaber ein Schlaraffenland und etwas, was ich nie dachte, dass ich es mal haben würde. Deswegen mega cool. Und naja, ich dachte eigentlich auch nie, dass ich einen YouTube-Kanal hätte. Deswegen auch hier. So kann es gehen, hier sind wir. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr da irgendwie Fragen zu irgendwas habt, lasst es mich wissen. Wenn wir über irgendwas sprechen können, fragt. Und ansonsten geht es Mittwoch weiter. Ich habe mir was Schönes ausgedacht. Ich habe einen coolen Film gefunden, auf den freue ich mich schon. Ich habe ihn schon mal gesehen, er ist schon ein bisschen älter. Aber es ist auf 4K erschienen und es scheint so, als wenn die UHD wirklich was kann im Vergleich zu Blu-ray. Yay! Also, das war's von mir für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne gefällt mir, dann merke ich auch, dass es euch gefallen hat. Ansonsten, lasst uns schreiben, kommentiert gerne. Auch wenn ich sage, ich habe keine Ziele, freue ich mich trotzdem, wenn ihr abonniert. Wie ihr seht, sehr.
Und ja, es ist super Wetter draußen. Es ist eigentlich das falsche Wetter, um hier drin zu sitzen und ein Video aufzunehmen und für euch das falsche Video, für euch das falsche Wetter und das Video jetzt im Dunkeln zu gucken. Oder ich hoffe, ihr guckt es auf der Terrasse. Guckt es auf der Terrasse. So, jetzt aber. Schluss, raus mit euch. Bis nächste Woche. Danke für eure Zeit. Danke, dass ihr hier seid und ciao.